Electronic Arts präsentiert eine BioWare-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Für die hunderttausenden Abenteurer, die diese Reise ohne Wiederkehr antreten, beginnt die Zukunft in Andromeda. ...634 Jahre später. Datum 0, Stunden 0, Tage. Arche Hyperion. Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Andromeda-Galaxie, Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Und damit herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. Ja, ein langersehntes Let's Play. Ich habe lang davon geredet, aber immer weiter vor mir hergeschoben. Doch jetzt wollen wir uns dieses wirkliche Sci-Fi-Epos aus dem Hause BioWare endlich geben. Ich bin glücklich. Kommt jetzt noch eine Cutscene oder darf ich reden? Morgen. Sind da. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr?
So, und dann sind wir jetzt schon mitten im Spiel. Ich darf reden. Geil, danke dir. Während den Cutscenes werde ich ab und zu mal still sein, weil ich die Atmosphäre dieses Spiels natürlich nicht zerstören will. Also, wenn durchaus mal eine 2-minütige Cutscene ist, wird es auch eine 2-minütige Funkstille meinerseits geben. Das ist mir persönlich sehr wichtig, da ich in so einem Spiel die Atmosphäre bewahren will. So, aber jetzt sind wir mitten im Spiel und wir können wählen. Die Wahl des Tons. Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Und später auch den kompletten Spielverlauf zu ändern, wenn man was falsch nimmt. Ich liebe BioWare, deren Art, ein Spiel zu führen. Einfach macht keinen Spaß, oder wir sind dafür ausgebildet. Ich werde ein bisschen lockerer spielen, habe ich das Gefühl. Oder? Oder wollen wir ernst bleiben? Also das wäre eine professionelle Antwort, oder? Zwang. Okay, wir sollten jetzt nicht zu lange in dieser ersten Entscheidung herumtröten. Okay, komm, wir sind einfach mal ein bisschen zwangloser. Wir sind gut drauf, wir sind high. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein. Aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ich fühle mich sehr gut. Übrigens, hier sieht man auch die Stärke dieses Spiels. Man kann immer zwischen mehreren Wegen wählen, die wirklich den Verlauf eines Gesprächs oder manchmal auch den Verlauf eines kompletten Handlungsstranges ändern. Also dieses Spiel setzt wirklich auf Entscheidungsgewalt. Und dazu kann man auch einfach mal zwanglos Fragen stellen. Mein Implantat, was ist denn das genau? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Ich bin voller Tatendrang. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Benutzen Sie eher, um sich umzusehen. Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Oh, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin, halten Sie durch! Ja, pass auf die Spritze auf, das ist wichtig. Ich hasse Spritzen. Oh. Oh, hi. Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Ich habe echt gerade ein Problem zu entscheiden, wann ich reden darf und wann nicht. Ich will hier wirklich niemanden reinfassen, aber... Ich muss mir das erst ansehen. Hör doch mal auf zu reden, wenn ich rede. Ich will auch mal meinen Senf dazugeben. Oh Mann, ich werde schon sehen. Ich weiß schon, das wird ein Let's Play, wo wir dauernd nur Cutscenes sehen und ich nie was zu sagen habe. Ja. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge.
Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Okay. Danke, dass du mir auch ein bisschen Raum gibst zu reden. Ich sehe schon. Ich habe schon angemerkt, aber können wir hier entlang gehen rein, theoretisch? Okay, das ist Open World. Das nenne ich jetzt mal Open World. Wir müssen da drüben zur Tür. Aber ich untersuche einfach mal das Terminal hier. Oder besser gesagt, die Kryokapsel. Ich mach's einfach mal. Einfach weil wir hier sind. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Okay, sehr schön. Wo kann ich jetzt bitte hinlaufen? Wir gehen einfach mal in die Richtung. Der hier schläft noch. Das repräsentiert gerade sehr gut meinen Spiel, ein Let's Play zu führen. Wir gehen einfach mal nicht in die Richtung, wo wir eigentlich hin sollen. Mann. Okay, hier ist aber anscheinend Sackgasse, oder? Ja, okay. Okay. Mal kurz zur Story, weil ich gesehen habe, das wurde nicht... Doch, wurde sie erklärt? Ich weiß nicht, ob das Intro und das Gameplay separat aufgenommen. Also nur mal kurz zur Story. Wir sind quasi die Hoffnung der Menschheit. 20.000 Menschen, die hier in dieser Arche quasi... zur Andromeda-Galaxie geschickt wurden, also die benachbarte Galaxie neben der Milchstraße. Oh, ein Datenboot. Ich ahne Schreckliches. Wenn wir davon viel finden, dann haben wir echt ein Problem. Ich werde alles vorlesen. Ja, und wir haben quasi die Aufgabe, eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Und ich glaube natürlich, dass das alles in der Story hier noch ein bisschen deutlich erklärt wird, aber ich wollte einfach nur mal auf den Punkt bringen, warum wir eigentlich hier sind und was wir hier eigentlich machen. Ich untersuche jetzt diesen Datenpfad. Nachricht von Gian Garson. Hallo Reisende und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stasa erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Gian Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ja, wir werden wahrscheinlich tausende von diesen Datenpunkten finden. Manche davon werde ich vorlesen, manche davon nicht. Wir könnten hier wirklich mit dem reden? Okay, das finde ich cool. Okay, machen wir einfach mal. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Guten Tag einfach. Oder gute Nacht, ich weiß es nicht. Hi. Was hat man? Schön, Sie zu sehen, Ryder. Ja, das ist nett. Du trägst denselben Bart wie ich. Aber ohne Kaffee. Ich finde es auch lustig, dass wir in so einer Kryokapsel waren und immer noch unseren wunderbar gepflegten Bart mit gestylten Haaren haben. Das finde ich einfach nur unlogisch, aber geil. Obwohl, in der Kryokapsel wird man eingefroren. Also, vielleicht ist es trotzdem möglich. Aber so ein gestyltes... Sind Sie bereit? Ich bin bereit, ja. Was ist los? 01. Was? Wir treiben hier im All. Hier darf nichts explodieren. Das ist gefährlich. Nicht zu fokussieren. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegriffen. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Ja, warte kurz. Dabei. Ja, warte kurz. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Ich helfe euch ja gleich. Ich guck doch nur gerade aus dem Fenster. Was ist das überhaupt für ein Salathaufen da draußen? Das interessiert mich gerade mehr. Okay, wir sorgen mal dafür, dass das Schiff nicht explodiert. Ich weiß, wie man scannt. Die 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Bestimmt. Hier? Okay. Das kriegen wir hin. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Das sollte funktionieren. Ich leite die Energie jetzt um. Das Netz stabilisiert sich. Es klappt. Wir sind im grünen Bereich. Hier passiert zu viel. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, nicht zu reden, weil ich die ganzen Leute hören will. Ah, da. Andromeda-Initiative. Oh. Wo ist Cora? Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Nee, ich guck mich hier jetzt um. Nee. Einsatzziele. Ja, die Einsatzziele sind mir gerade Schnuppe. Ich
gucke mich hier jetzt um. Obwohl, eigentlich müssen wir uns hier nicht umsehen, weil ich weiß aus sicheren Quellen, dass wir später noch hier Freigang haben werden. Also das wird quasi unser Hauptschiff und wir werden hier rumstravenzern können, wie wir das wollen und wie es uns auch beliebt. So, deswegen werden wir auch ein bisschen mehr durchrushen hier. Also nicht durchrushen, aber einfach mal durchgehen und nicht alles aufheben und angucken. Wo hier gar nichts zum Aufheben, zum Angucken ist. Doch, ein Datenpfad. Schreckliches. Ah, das ist aber sogar interessant. Automatische Logs. Berichtsdurchlauf 2819. Identifikator QPAZ. Ja-Ereignis. 2185. Aufbruchprozeduren bestätigt. 2185. Stase. Abriegelung aktiviert. Bestätigt. 2186 Kommsensorwerte Bericht gespeichert. 2347 Kursabweichung registriert Bericht gespeichert. Eine Kursabweichung, okay. 2347 Kurs korrigiert bestätigt. 2411 Aachen Pasero Loisinia Nathanus Zustand in Ordnung. 2497 Sensor-Gitterfehler registriert. Bericht gespeichert. 2497 Sensor-Gitterfehler-Reparatur fehlgeschlagen. Okay. 2819 Zielflugbahn bestätigt. 2819 Zielannäherung bestätigt. Alles klar. 2819 Stase-Aufhebung aktiviert, bestätigt. 2819 Nexus Aachen, Pasero, Loisinia, Nathanus nicht gefunden. 2819 Sensorfehler, JSKL, nur bla 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 bla, komm, Fehler. Diese Fehler sind wahrscheinlich mit dem Salatkopf da draußen, der im Weltall treibt, was kein Salatkopf ist, sondern wahrscheinlich eine Wolke aus irgendeiner Materie, die mir gerade unbekannt ist. Aber was mir hier gerade, also das am Schluss der Fehler, den erleben wir ja gerade, aber das hier oben, diese Kursabweichung registriert und dann Kurs korrigiert. Wodurch diese Kursabweichung, das war doch vor 500 Jahren. Wird uns das noch irgendwann verfolgen, wenn wir uns dann an diesen Log hier erinnern? Ihr seht schon, das könnte ein langes Let's Play werden, wenn ich mir hier jedes Log durchlese. Das werden wir natürlich nicht tun. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Doch, der also der dann, der bringen Sie uns mal zur Brücke. Ja, ja, natürlich. Ist ja noch irgendwo ein Log, was wir uns durchlesen können. Hi Leute. Was ist so? Alles gut? Ich sehe schon, wir sind schon 17 Minuten im Aufnehmen und sind immer noch im Prolog. Und haben nur zwei Logs durchgelesen, größtenteils. Aber ich finde das einfach wichtig, weil das gehört zur Story und ich mag das. Und ich fühle mich gerne in so eine wunderbar atmosphärische Welt ein. Das finde ich einfach schön. Denn man will ja mehr von der Welt wissen, wenn man sich in diese Welt reinträumen will, will ich es mal gerade benennen. Und ihr wisst, wie ich Let's Plays führe und genauso führe ich Let's Plays. Also solltet ihr daran schon gewöhnt sein. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Ich denke gerade, dass wir selbst gerade wunderschöne grüne Augen haben, was es aber nichts zur Sache tut, dass auch unser lieber Pathfinder hier wunderschöne grüne Augen hat. Das finde ich ein wunderbar schönes Detail, da der liebe Pathfinder, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, unser Vater ist. Aber doch, das hat man vorher schon aus dem Gespräch herausgehört. Also für die Leute, die aufgepasst haben, sollte das nichts Neues sein. Finde ich ein schönes Detail, dass sie das eingebaut haben, dass unser Vater dieselben Augen wie wir hat. Das finde ich eigentlich schon sehr, sehr geil. Ich bin für festen Boden. Ich bin definitiv für festen Boden.
Mein Vater hat nicht ganz Unrecht. Kein Spoiler. Klingt im Moment ziemlich gut. Ja, aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Wir dürfen jetzt nicht ausgeben. Sieht schlimm aus. Wir bleiben positiv, oder nicht? Okay, das wäre eigentlich ziemlich logisch, dass wir positiv bleiben, obwohl logisch hier nicht positiv ist. Wir bleiben positiv. Und wenn es emotional ist, ist es für mich positiv. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Unser Vater ist auf jeden Fall dickköpfig. Obwohl, das würde, glaube ich, auch zu uns passen. Also zu meinem Spielstil. Geben Sie ihm eine Chance, oder... Das weiß ich nicht. Geben Sie ihm eine Chance. Ich entscheide sehr emotional. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Ist auch lustig, dass die oberste Position hier am Schiff der, ich übersetze ja auf Deutsch, Pfadfinder ist. Ich finde das lustig. Fällt das nur mir so auf, oder? Ja. Vielleicht hat man es auch deswegen nicht ins Deutsche übersetzt. Das kann natürlich sein, dass sie als Anführer nicht einen Pfadfinder haben wollten. Und Pathfinder klingt auch tausendmal cooler. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Oh, da okay. Bin ich auf jeden Fall für. Sie sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Ja, wir werden auf jeden Fall am Glücksstein halt machen. Aberglaube des Vaters, wie welchen Jahrhundert sind wir? Aber egal, ein bisschen Aberglaube ist nicht schlecht. Aber was schlecht ist, ist das Ende der Folge. Denn wir sind schon viel zu lange hier drin. Wir müssen beenden, denn ich muss die Folge rausrennen, denn die muss heute noch kommen. So, Leute, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und auch ein nettes Kommentar. Denn ich will wissen, was ihr von diesem Projekt haltet. Ich habe es natürlich schon ein paar Jahre vorher angekündigt, aber ich will natürlich wissen, wie es euch gefällt. So, dann würde ich sagen, Rehan sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ciao, Leute. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht!
human. After all, don't put the blame on me.